Wahrscheinlich auch nicht hier irgendwo, oder? Nee. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das richtige Zeug reinlege, aber... Mehr als probieren kann ich gerade nicht. Okay, das bringt nichts. Vielleicht darf nur in einer Nische nichts liegen. Nö. Nee. Das ist schon mal auch nicht. Also hier und hier liegt jetzt was drin. Hier liegt ein Brot drin, das heißt, da drüben liegt keins drin. So. Das hilft auch nicht. Und ja, wahrscheinlich gucke ich mich gerade dumm und dämlich nach Schaltern. Okay, jetzt hatten wir in den beiden unteren Nischen jeweils eins frei. Jetzt machen wir mal hier oben eins frei. Das hilft auch immer noch nicht. Das hilft auch nicht. Okay, jetzt hatten wir auch eine Dreierkombination. Das heißt, das Einzige, was wir noch nicht ausprobiert haben, ist, wenn nur in einer Nische was liegt. Also jetzt zum Beispiel in der Nische, die wir jetzt besetzt gelassen haben. Nö. Die ist es schon mal nicht. Es sind auch leider keine Nischen dazwischen mehr. Und hinter uns ist auch kein Knopf mehr. Hier hat das langsam für eine 50-50, wobei Chance. Es muss hier irgendwo nochmal einen Weg wieder runter geben. Oh.
Habe ich jetzt das Brot umgeswitcht? Habe ich eigentlich, ja. Nee, da habe ich es nicht rein. Wo ist es jetzt, das Bildeboard? Da. So, der Versuch bringt leider auch nichts. Weißt du was? Ja, ich kann da Brot durchwerfen. Gut. Laden wir. Gut, ich sack das Brot wieder ein. Das wird auch kaum geholfen haben. Die haben nicht zufällig irgendwo an einer dieser Nischen einen Knopf versteckt in diesen Ornamenten und ich sehe ihn nicht. Weil ich zu blind dafür bin. Bis jetzt nicht, nein. Weil es wird doch hier nicht umsonst vier leere Nischen geben. Wie weit bin ich weg von dem Raum? Nicht sehr weit. Ah, ich sehe, es ist... Dort ist eine Wand. Auf der Seite ist eine Wand und hier drüben. Also muss hier irgendwo dann die Tür sein. Ich würde denen sogar noch zutrauen, dass sie den Schalter hier irgendwo versteckt haben. Haben sie nur nicht. Schade. Also nicht hier auf der Seite. Und auch nicht hier geradeaus. Sondern eher in der Nische. An der Kette kann ich nicht ziehen. Hier kann ich nur rumklopfen. Außer es geht jetzt hier los wie im Vaporum. Und ja, ich spreche gerade Vaporum an. Das habe ich ja auch schon let's played. Entweder war es Vaporum vom selben Publisher oder vom selben Entwicklerstudio sogar. Und ja, im Vaporum waren die Schalter teilweise so mies versteckt in irgendwelchen Schrauben.
die mir dann gar nicht aufgefallen sind. Oder irgendwo an den Steinsäulen. Oder sonstigem. Aber weder hier noch hier. Noch hier sehe ich so miese Dinger versteckt. Hier auch nicht. Auch nicht an den seitlichen Säulen. Also das ist so das Praktische, wenn man sich einigermaßen genau umsehen kann, kann man auch die Schalter viel besser verstecken und viel gemeiner. Hier ist keiner. Jedenfalls ist hier für mich kein offensichtlicher Schalter, sondern nur die Nische. Ja, das Gemeine ist, danach zu suchen, wenn man nicht mal eine Ahnung hat, wie der Schalter auszusehen hat. Ist doof. Wisst ihr was? Ich unterbreche mal kurz die Aufnahmesession. Ich gucke nach. Bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder und muss mich halb tot lachen. Okay. Ich habe nichts gelesen. Ich habe mir nur die Complete Map in einem Steam Guide angeguckt und habe jetzt erfahren, was wir so alles falsch gemacht haben. Also erst einmal... Das hier. Hi. Nervige Spinne loswerden. Hier ist nämlich die eine, die Map, die uns noch gefehlt hat. Yay. Und die hilft uns schon mal um einiges weiter. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier oben eine Druckplatte. Eingezeichnet. Ist aber allerdings nicht das Einzige, was wir sehen. Wir sehen alles, was uns noch so gefehlt hat. Jetzt wissen wir auch, wie die geheimen Knöpfe auf dieser Ebene aussehen. So, der Weg runter in die letzte Ebene, das ist okay. Damit haben wir das schon mal geteixelt. Und dann, wenn wir da drüben gucken, sehen wir noch einen Secret-Raum. Ah. Da ist halt der passende Knopf dafür. Oh, Ritterchen. Ja, Level Up unserer Heilerin, das ist sehr gut. Ja,
So. Das wäre eine Alternative. Oh, kritische Chance für meine Heilungen. Das wäre nicht schlecht. Kritisch heilen wäre immer gut. Tränke sind gut. Würde das die Stärke nicht runter machen, wäre das Schwert episch. Na gut, die 2 Kilo können wir verkraften. Ich werde sowieso jetzt dann gleich, wenn wir das hier gemacht haben, weil seht mal, ich bin die ganze Zeit von der falschen Seite ausgegangen. Es ist wirklich hier drüben. Da, ganz böse versteckt. Ist ein Mana-Trank und ein Heiltrank. Und da wir jetzt wieder so böse schwer überladen sind, werfe ich hier Zeug raus. Na komm, so. Die Handschuhe kann er eigentlich doch gut gebrauchen. Auch wenn das seine Stärke auch verringert, aber wir schmeißen ja jetzt Zeug raus. Sind jetzt schon wieder unterm Gewicht, gut. Die hebe ich doch mal auf. Das bringt nichts. Das ist eine hellblaue Hose. Der bringt auch nicht wirklich was. Oh, jetzt sind wir wieder ein gutes Stück unterm Soll. Aber die beiden Sachen können auch raus. So. Lager. Jetzt können wir uns noch um das hier kümmern. So, was haben wir denn im Inventar? Das war zu kurz geschmissen. Ah, wir müssen nur erstmal einmal kurz treffen. Okay. Wow. Goldener Ritter. Das ist auf jeden Fall eine Elite. Der ist allerdings nicht ganz so böse gemein wie sein Big Daddy Boss, so wie er aussieht. Yeah!
Das war ja bis zu dreimal stapelbar, also machen wir deine Rüstung noch weiter runter, wenn du auch nicht ausweichen würdest. Das war eine sehr unelegante Art zu sterben. Ha. Ausdauer, ausweichen, parieren.